Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit den Dinosauriern. Und ja, wir schauen gleich nach, was drin ist. Wie gesagt, ihr kennt es jetzt mittlerweile, den Code, den gibt es dann nachher, bevor es die Tiere auf dem Drehteller gibt. Wir nehmen jetzt hier erstmal die beiden Dinosaurier raus und jetzt das Spielzeug. So, und wir fangen logischerweise wieder mit dem Spielzeug an. Wir machen es auf. Wir schauen uns an. Aha. Klappert nicht. Und es ist, ja, sind diese, ja, Kuscheltiere von Natoons, Cartoons, wie auch immer. Und es ist hier dieser kleine Stoffbär. So. Das war Ei Nummer 1. Jetzt machen wir Ei Nummer 2 auf. Na. Manchmal kleben die ganz gewaltig. Oh. Was haben wir hier? Hier haben wir aus der Serie bestimmt von Sprinty, richtig. Ja, hier haben wir solche. Das sind auch wieder neue Autos. Nee. Ja, Leute, das ist so eine Konstruktion, die ist so klasse, die kriege ich nicht zusammen. Tut mir leid. So, machen wir die Dinos auf. Uninteressantes Spielzeug, das wird nachher auch gleich weggepackt. Das will eh keine Sau sehen. Oh, wir haben einen neuen. Prima. Diesmal haben wir so einen, ja, Flugsaurier. Auch den baue ich jetzt mal auf die Schnelle zusammen. So. So sieht er aus. Auch hier kann man wieder das Ding ein bisschen, ja, wie so eine Feder aufmachen. Ja, ich sag mal, die bis jetzt, die Saurier, also, ja, die haben was. Die gefallen mir schon mal nicht schlecht. Oh. So. Mal sehen, was wir jetzt hier drin haben. Ach, Duchen. Ich habe mich schon gefreut. Der erste war ein ganz anderer. Da dachte ich, naja, das ist in dem zweiten auch ein anderer drin, aber wir haben den jetzt hier dreimal, den haben wir zweimal und den haben wir einmal. Das kann ja was werden. Ja, schmeiß doch runter. Ach, hast du schon. So, zack. Ja, eigentlich sind die ganz leicht zum Zusammenbauen, die kleinen Dinos. So. So sieht er aus. Zack. Ja, wie gesagt, wie versprochen. Jetzt
gibt es den Code. Den könnt ihr euch dann wieder aufschreiben. Und wie gesagt, bitte nur einmal angucken, damit die anderen dann auch was zu sehen haben. Weil wie gesagt, der kann nur 10-mal abgerufen werden. Und dann wäre es ja eigentlich nur fair, wenn sich den jeder einmal anguckt oder anhört. Und dann haben 10 Leute was davon, als wie wenn da einer oder zwei sich das 10-mal anhören. Gut, bleibt dran. Wie gesagt, dieses Schrottauto hier, das zeige ich euch jetzt nicht auf dem Drehteller. Das ist Plunder in meinen Augen, absoluter. Und es geht jetzt weiter mit dem Drehteller und 3 Figuren. Also bis gleich.